Willkommen zurück. Um der Moderationstechnik kein Unrecht zu tun, möchte ich noch eine weitere Mindmap hier entwickeln, die vor allem auf Methoden eingeht. Deswegen heißt das hier Moderationstechnik weitere Methoden. Sage aber gleich dazu, das, was ich jetzt hier an Methoden aufzeige, sind längst nicht alle Methoden, die es gibt. Aber ich möchte einfach noch ein bisschen mehr einen Eindruck erwecken, wie Moderationstechnik funktionieren kann. Aber wir wollen es nicht zu weit treiben, ja, denn unsere Leitlinie ist auch immer, was könnte in der Prüfung gefragt werden. Und da werden nicht, ich habe gerade einen Artikel gesehen hier im Netz, 21 Methoden der Moderationstechnik, die werden mit Sicherheit nicht abgefragt. Aber wenn man zwei, drei, vier gut verstanden hat, dann hat man auch hier das Rüstzeug für die Prüfung. Ja, also das ist meine Orientierung. Ja, ich kriege manchmal, wenn ich Videos produziere, dann kommen dann manche, ja, es gibt aber noch das, es gibt aber noch das. Ja, ist alles richtig. Aber mein Fokus ist nicht auf Vollständigkeit. Mein Fokus ist auf Verständlichkeit und auf Prüfung. Und das führt zu anderen Ergebnissen. Und wer das nicht möchte, der soll bitte woanders hingehen. Es gibt, ich bin nicht der einzige YouTube-Kanal. Ich bin auch nicht der einzige Bildungskanal. Ja, man kann dann gerne bitte woanders hingehen. Dort kriegt man vielleicht die Vollständigkeit, nach der man sich sehnt. Mit Vollständigkeit erreicht man aber nicht zum Beispiel ein gutes Prüfungsergebnis. Das ist nicht Vollständigkeit. Vollständigkeit ist nicht der Leitgedanke, auch nicht für Projektarbeiten ist Vollständigkeit ein falscher Leitgedanke. Ja, die Leute denken immer, oh, wenn ich das jetzt nicht schreibe, das muss da irgendwie noch rein und wenn ich das jetzt nicht schreibe und dann schreiben sie irgendwas und der Leser fragt sich, was soll das jetzt hier? Und was das da reingebracht hat, ist nur einfach die Angst, dass irgendjemand sagen könnte, ja, du hast aber das nicht gesehen oder sowas. Nicht Vollständigkeit. Vollständigkeit ist ein falsches Prinzip. Verständlichkeit ist ein besseres Prinzip. Und Verständlichkeit ist der Leitgedanke meiner Videos. Methoden der Moderationstechnik. Da ist zum Beispiel der Steckbrief. Ja, manchmal sind das ja Gruppen von Leuten, die sich gar nicht kennen oder wo Teilleute sich kennen, Teilleute nicht kennen. Der Steckbrief ist das, was man über sich selbst steckbriefartig, das heißt stichwortartig, formuliert und auch visualisiert. Moderationstechnik hat sehr viel mit Visualisierung zu tun. Nicht ausschließlich, aber sehr viele dieser Methoden sind visuelle Methoden. Und der Steckbrief ist ein solcher. Dann natürlich die, und ich habe es schon erwähnt, die Karten. Ja, also Moderationstechnik ohne Karten und ohne Kartenabfrage ist fast nicht vorstellbar. Die Karten werden für viele Dinge benutzt, zum Beispiel Erwartungsabfrage, ja, zum Beispiel Erwartungsabfrage. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen Beispielen, was man machen kann. Dann das Mindmapping ist eine Methode, die man durchaus auch bei Moderation wiederfindet, weil man hier auch so schön strukturell und auf den Punkt kommen kann. Mindmapping, wie Sie es hier auch wieder in der Anwendung sehen. Dann gibt es eine Technik, die nicht visuell ist, aber die sehr stark emotional ausgerichtet ist, und das ist das sogenannte Blitzlicht. In einem Blitzlicht, da setzt man sich quasi in einer Runde in die Gruppe und in einem Blitzlicht soll jeder kurz, also da gibt es klare Regeln dann, die der Moderator dann formuliert. Noch einmal, der Moderator kümmert sich nicht um inhaltliche Sachen, der kümmert sich um formale Sachen. Und er sagt so, jeder sagt jetzt, wie er sich im Moment fühlt, aber bitte nur zwei Sätze oder bitte nur eine Minute oder wie auch immer. Es wird dann oft sehr begrenzt, damit die Leute auf den Punkt kommen. Blitzlicht, in einem Blitzlicht kann man oder mit einem Blitzlicht kann man viele Sachen machen. Ja, man kann zum Beispiel auch eine Erwartungsabfrage in einem Blitzlicht machen oder um zu sehen, wie so der emotionale Stand der Gruppe im Moment ist. Ja, dann gibt es dann bestimmte Regeln, zum Beispiel, dass die Sätze mit
in der Ich-Form formuliert sein sollen, dass sie eben kurz und prägnant sein sollen, dass es eine Begrenzung gibt, entweder zeitlich oder was die Anzahl der Sätze angeht oder wie auch immer. Das ist das sogenannte Blitzlicht. Im Wesentlichen ist das Blitzlicht, ich traue mich mal, das zu formulieren gleich, emotionale Abfrage. Ja, der Moderator will jetzt mal sehen, wo die Gruppe eigentlich so steht, was die Emotionen angeht. Ja, und es kann sein, dass dann rauskommt, dass alle im Moment stinkend sauer sind. Ja, das soll schon vorgekommen sein. Ja, gute Moderatoren haben so ein Gefühl dafür, wie die Stimmung in der Gruppe ist. Und manchmal kann es sinnvoll sein, das eben auch zu thematisieren, wie die Psychologen das immer so schön sagen, ja, um dann vielleicht auch das dann zu wenden in Richtung positiverer Gefühle. Was ist der Zweck dieser Methoden? Jede Methode hat natürlich einen spezifischen Zweck. Halten wir es aber trotzdem ein bisschen allgemein. Was ist der Zweck solcher Methoden, vor allem der Visualisierungsmethoden? Einmal gegen das Vergessen. Moderationstechnik ist ein dynamischer Prozess und man kann anhand von Karten zum Beispiel dann sehen, wo man am Anfang stand, wo man am Ende eines Tages steht, wie sich Dinge entwickelt haben und so weiter. Gegen das Vergessen, dann ist das auch eine so schöne Sache, Konzentration auf das Wesentliche. Wir haben das in anderen Mindmaps schon besprochen, zum Beispiel, um mal wieder die Karten zu bemühen, weil, wie gesagt, Moderationstechnik ohne Karten ist fast nicht denkbar. Dann gibt es so eine Regel, dass man da maximal 3 Zeilen schreiben darf. Ja, und selbst wenn es die Regel nicht gäbe, so eine Karte hat nun mal eine begrenzte Fläche, sodass man da also nicht seine Lebensgeschichte unterkriegt auf so einer Karte. Von daher ist man schon durch die äußere Form gezwungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Konzentration auf das Wesentliche und klare Formulierungen. Ja, die Formulierungen, die Moderationstechnik und die Techniken hier, wie Karten und auch Steckbrief zum Beispiel, zwingen dazu, dass man klar formuliert. Ja, weil man muss das ja in wesentlichen prägnanten Worten ausdrücken, was man eben gerade ausdrücken will. Es kann zu einer gewissen Motivation führen. Ne, warum? Zum Beispiel, weil man den Fortschritt sieht oder weil man sieht, dass sein Gedanke, seine Idee oder ihre Idee erfasst wird. Das ist Motivation. Motivation ist natürlich, wenn man es nur einfach so hinschreibt, ist null. Ne? Das ist ein Nullwort. Aber wenn man es dann erklären kann, wo die Motivation herkommen kann, dann kann das Punkte bringen. Zum Beispiel Motivation, Fortschritt wird sichtbar. Wenn die Gruppe zum Beispiel in einem Problemlösungsprozess ist, dann, wenn man dann mal auf die Karten guckt und wo man am Morgen war und wo man mittags ist und wo man abends ist, dann kann man durchaus Fortschritte erkennen. Da kann also Motivation herkommen. Vielleicht noch ein anderer Ansatz, Stärken dieser Techniken und Stärken vor allem der Visualisierung im Rahmen der Moderationstechnik. Na, hier muss man ein bisschen spielen. Ne? Wenn gefragt wird, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, dann wären wir hier zum Beispiel bei der Antwort auf die Frage nach den Vorteilen. Ich könnte jetzt also auch hier Vorteile schreiben. Einprägsamkeit. Einprägsamkeit, dadurch, dass das kurz prägnant auf Karten steht oder in einer Mindmap, wie Sie es hier auch wieder sehen, hat eine hohe Einprägsamkeit. Mindmap ist eine wunderbare Sache, um zu lernen und Wissen zu visualisieren. Einprägsamkeit, Entwicklung wird sichtbar. Na, den Punkt hatte ich gerade schon erwähnt, brauche ich nicht nochmal zu erklären. Der Fortschritt wird sichtbar. Dann hat das Ganze auch eine emotionale Wirkung. Ja, vor allem, wenn der Moderator gut ist, jeden da abholt, wo er steht und jeden einbezieht. Na, dann hat das auch eine emotionale Wirkung, durchaus auch eine positive Wirkung. Das Ganze dient auch einer schnellen Erfassung, ja, zum Beispiel des emotionalen Zustands der Gruppe. Blitzlicht.
ne, ist eine Technik, um zu sehen, wo die Gruppe emotional steht. Schnelle Erfassung. Wir setzen einen Kreis, jeder hat eine Minute Zeit oder jeder hat zwei Sätze und fertig. Ja, dann weiß man, wo die Gruppe steht. Ja, und wenn da alle sagen, ich fühle mich im Moment total miserabel und alle formulieren das in ähnlicher Art und Weise, ja, dann weiß man eben auch, wo die Gruppe steht, dass sie im Moment eben an so einem Tiefpunkt ist. Ja, aber es ist schnell erfasst worden, als dass man stundenlang um den heißen Brei rumredet und so etwas. Schnelle Erfassung. Und dann habe ich noch hier einen Punkt. Einsatz von Farben möglich. Moderationstechnik eröffnet den Weg auch zu Kreativität. Verschiedene Farben, Karten mit verschiedenen Farben. Ja, es gibt Moderatoren, die da ganz bestimmte Vorstellungen haben, welche Karten, welche Farben sie für bestimmte Dinge einsetzen oder ob sie etwas einkreisen in Rot zum Beispiel oder in Schwarz, wie auch immer. Es gibt Moderatoren, die haben da eine ganze Wissenschaft entwickelt, weil sie da einfach sich selber beobachtet haben und geguckt haben, was gut funktioniert. Ja, ich halte jetzt hier nochmal fest, dass man hier mit Farben, mit Unterstreichungen und mit diesen ganzen visuellen Mitteln arbeiten kann. So, bin ich jetzt der Moderationstechnik durch Vollständigkeit gerecht geworden? Nein. Ja, es gibt hier noch zig weitere Methoden. Schauen Sie ins Netz. Ich habe nur gerade mal eingegeben, Moderationstechnik, Methoden. Und das Erste, was kam, war ein Artikel 21 Methoden der Moderationstechnik. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4. Na, also gibt es da noch andere verschiedene Fragetechniken. Na, vielleicht nehmen wir das noch hier, Moderation, Fragetechniken. Ja, das ganze Spiel mit den offenen und den geschlossenen Fragen, auch das spielt hier wieder eine wesentliche Rolle. Na, also man kann das weiter treiben, aber wie gesagt, Vollständigkeit ist nicht der Sinn dieser meiner Videos, sondern das Wesentliche zu erfassen, dass man ein Verständnis hat, ohne dass man es vielleicht mal mitgemacht hat, trotzdem sich etwas vorstellen kann, als dass man vollständig alles runterbeten kann und nichts kapiert hat. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.